Am 2. Juni 2012 fand in Rüsselsheim das erste Rüsselsheimer Lernfest statt, das gleichzeitig die erste Veranstaltung dieser Art in Hessen war. Der Mensch lernt schließlich sein ganzes Leben lang. Und da sollte man ihm schließlich diverse Anreize bieten. Und hier geht vielleicht auch Impuls aus, eine Quelle für ein neues, vernetztes, gemeinsames Lernen in Rüsselsheim und in der Region. Neben berufspraktischen Tipps des GPR-Klinikums und der Stadt Rüsselsheim gab es auch Themen zu Jugend und interkulturellen Werten und zahlreiche Mitmachangebote der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zu naturwissenschaftlichen Experimenten der Werner-Heisenberg-Schule. Das Highlight am Vormittag bildete der Vortrag von Grimme-Preisträger Gerd Heidenreich zur kritischen Auseinandersetzung von Bildung in einer sich schnell ändernden Welt. Rund 65 Akteure wirkten mit, um ihre entsprechenden Mitmachangebote zu präsentieren und sich untereinander besser kennenzulernen und zu vernetzen. Nach dem Motto, wenn die Rüsselsheimer wüssten, was Rüsselsheim weiß, gab es an diesem Tag Beratungsangebote, Bühnenpräsentationen, Workshops und Vorträge auf dem Campus am Treff, der sich bis auf das Areal des Max-Planck-Gymnasiums erstreckte. Der Veranstalter Eigenbetrieb Bildung und Kultur der Stadt Rüsselsheim zieht positive Bilanz. Die ersten neuen Netzwerke sind geknüpft. Insgesamt verzeichnete das erste Rüsselsheimer Lernfest ca. 2000 Besucher. Ein positives Signal für die Zukunft.